Hallo, mein Name ist Sonja und ich möchte euch heute ein Buch vorstellen. Ich habe es als E-Book. Das Buch heißt eine bunte Mischung Lebensgeschichten, Teil 3. Also es gibt wohl auch schon 2 Bände noch vorher, die sind wahrscheinlich auch empfehlenswert. Es hat etliche Geschichten, dieses Buch. Ich stelle es euch hier vor, weil mich ein Freund, ein Bekannter von mir gebeten hat, das zu tun, weil seine Geschichte ist in diesem Buch auch drin. Und zwar ist es die Geschichte von Laura und das Down-Syndrom. Also Down-Syndrom, ein Vater erzählt also Erfahrungsbericht eines Vaters. Es ist anregend, ansprechend, leicht aufnehmbar geschrieben und es ist auch sehr interessant und lebensnah. Und es ist wirklich eine bunte Mischung, also es sind die unterschiedlichsten Themen, die hier von Menschen wie du und ich aus ihrem Leben erzählt werden. Und es ist, wie gesagt, sehr ansprechend geschrieben. Und es ist ideal, also wenn ihr das so machen wollt wie ich, dann könnt ihr es euch ja jetzt sofort runterladen. Ich glaube, das E-Book kostet 1,99 Euro. Und die Printausgabe kostet auch wenig Geld. Ich glaube, 7,90 Euro oder so kostet die Printausgabe. Ich zeige euch nochmal, wie es aussieht. Eine bunte Mischung Lebensgeschichten, Autorengruppe Wortwerk. Es ist ideal für jetzt oder was heißt für jetzt, für immer, für zwischendurch einfach mal so eine Geschichte zu lesen. Also ihr könnt euch das dann ja auf euer Handy speichern oder auf euren Laptop oder so ein Tablet, wenn ihr das habt und überall hin mitnehmen und dann im Bus oder wo eine Geschichte lesen oder wenn ihr irgendwo sitzt und wartet beim Arzt oder wo auch immer, könnt ihr euch die Zeit verkürzen und neue Eindrücke von anderen Menschen mit euch teilen lassen. Also es ist wirklich sehr interessant. Ich habe diese Geschichte jetzt, also ich habe nicht alle Geschichten gelesen, den Anspruch hatte ich eigentlich, aber sonst würde ich den Film, weiß nicht, vielleicht nächstes Jahr auch die Zeit drehen. Und ich empfehle euch das von Herzen, weil das, was ich gelesen habe, hat mich wirklich auch angesprochen und berührt. Ja, ich habe noch die Geschichte, also das von Benny habe ich gelesen und dann habe ich zum Beispiel noch das gelesen mit der Trockenheit, weil ich bin selbst trockene Alkoholikerin und es ist einfach, es ist toll geschrieben, ja. Das ist, man kann das mitleben, ja. Und dann, ja, ich finde es gut und ich möchte es euch empfehlen. Und wenn ihr es euch kauft, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Wenn ihr Lust habt, ich selbst habe auch ein Buch geschrieben, das heißt, wenn Michel schläft, da gibt es auch einen Film hier bei YouTube. Und ich wünsche allen Laura-Zuschauern viel Freude mit diesem Buch, wenn ihr es euch denn dann lest, ja. Und ich finde es gut, weil das immer so solche Geschichten und solche Bücher tragen dazu bei, dass man am Leben anderer teilnimmt, dass sich die Akzeptanz, Toleranz, das Interesse und so, und dass sich das steigert oder dass da das Augenmerk drauf gerichtet wird, und das finde ich gut, ja. Das dient mehr Frieden und mehr Liebe und so in der Welt. Und deshalb empfehle ich euch dieses Buch von Herzen und wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, alles Liebe.